Willkommen zurück bei Mega Man X. Und wir haben 8 Robot Master. Wir haben Launch Octopus, wir haben Chill Pinguin, wir haben Flame Mammoth, wir haben dieses Ding, Sting Chameleon, Sparkman Drill, Storm Eagle und Armored Armadillo. Das sind die Namen, denen ich mich noch erinnern kann. Und wir können hier durchschalten durch ein paar Stage-Übersicht oder Map-Übersicht oder Stack-Übersicht. Und soweit ich mich noch erinnern kann, war Chill Pinguin und Flame Mammoth die ersten Machbaren. Und ich nehme jetzt mal Chill Pinguin. Oder hieß der Chill Pinguin? Chill Pinguin, natürlich. Und natürlich, wie es sich für einen Pinguin gehört, sind wir hier in einer Eislandschaft. Oh, Häschen! Und warum gibt es diese komische Holzfälle und Bienen in der Arktis? Das ist auch etwas, was ich nicht verstehen kann. Denn wer sich an die NES Mega Mans erinnert, besonders Mega Man 2, der wird wissen, dass dort die Gegner wesentlich besser in die Levels gepasst haben. Da gab es zum Beispiel keine wild hoppelnden Roboter-Bunnies. Da war das irgendwie alles besser verpackt in das Ganze. Also hier zum Beispiel Fledermäuse im Eislevel macht, oder so ein komisches Wheel. Das komische Kampfrad, das macht auch nicht wirklich Sinn irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob das in Mega Man X überhaupt noch so sein soll, dass das irgendwie Sinn macht. Weil in alten Mega Man war es halt, zum Beispiel Flame Man Stage waren halt nur Sachen, die mit Feuer zu tun haben. Und hier gibt es auch wieder was Neues in der Mega Man X-Serie, denn wir können Mega Man upgraden. Das sind Upgrade-Kapseln von Dr. Thomas Light. Du bist also gekommen. X, ich gab dir die Fähigkeit zu wählen. Deinen eigenen Weg im Leben. Und ich hoffte, die Welt würde dir erlauben, einen friedlichen Weg zu wählen. Dazu scheint es, dass du dafür gemacht wurdest, zu kämpfen. Denn ich dachte, die Welt würde einen neuen Champion brauchen. Ich habe Kapseln wie diese versteckt. Wenn du sie alle findest, kannst du deine Fähigkeiten und deine Kräfte damit verbessern. Über alles hinaus, was ich die Welt jemals vorstellen könnte. Steige in diese Kapsel. Und bekomme das Acceleration System, um deine Geschwindigkeit zu steigern. Viel Glück, X. Ja, sie nennen uns nicht mehr Mega Man, wir heißen nur noch X. Kasamba! Und ich habe neue Beinchen bekommen. Ja, und mit den Dingern kann ich dashen. Auch was Neues. Das ist eigentlich so das Gegenstück zum alten Mega Man Slide. Das Rutschen. Das ist jetzt das Dashen. Und damit kann man ziemlich coole Sachen machen. Thank you.
Und wir haben einen Roboter gefunden, der auch sliden kann. Aber ich will erstmal hier rauf. Ach, da komme ich noch nicht rein, oder? Okay, da gab es jetzt nichts. Dann war das wahrscheinlich woanders, an das ich mich jetzt erinnere. Die Kerlchen machen große Schneebälle. Ja, wie ich schon gesagt habe in der ersten Folge, das Spiel zeigt euch, was es alles gibt hier im Level. Also im Spiel selber. Und das könnt ihr dann auch bekommen, wie zum Beispiel Weil am Anfang mit dem Kampfroboter. Und jetzt haben wir den Kampfroboteranzug bekommen. Was eine ziemlich coole Sache war. Bis man halt aussteigt und hier kommt Chill Chameleon. Chill Pinguin. Chill Chameleon, wie komme ich jetzt auf Chill Chameleon? Und der kann fiese Eisstürme. Und der kann uns auch einfrieren, wenn er uns erwischt mit diesem... mit seinem Eisatem. Komm, Schatzilein, rutsch nochmal. Perfekt. Wäre ich beinahe reingefallen. Ja, jetzt hänge ich oben in der Wand fest. Natürlich scheiße. Würde mich jetzt wundern, wenn ich den auf Anhieb schaffen würde. Im Moment ist es ziemlich Gleichstand. Na komm. Und zack! So will zu Chill Pinguin. Dieser kleine, frostige Bastard. Und wie immer gibt es natürlich jetzt eine Belohnung. Wir machen ja das nicht umsonst. Man beachtet die Musik. Du bekommst Shotgun Eyes. Piu, piu. Ja, wir haben die erste Eiswaffe. Und natürlich wieder ein Passwort, das unseren Fortschritt speichert. Ja, das war der erste. Noch 7 verbleibend. Wie es weitergeht hier bei Mega Man X, erfahrt in der nächsten Folge mit dem nächsten Boss. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und so long.